Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Jetzt heute wieder vor die Show und so. Letzte Woche haben wir uns eine Ruhepause gelachst Und äh, Pixel, hallo. Guten Tag. Willkommen. Hallo. Und einen schönen guten Abend. Ja, Pixel hat gute Laune, habe ich. Hab ich so mitbekommen. Der hat mir schon übelste Ach- und Sachgeschichten erzählt. weil so perverse Geschichten. Fällt mir, Pixel, dass du heute richtig gute Laune hast. Ich bin halt noch nicht ausgelastet ah. von der Arbeit. <laughs> uh, ja, heute ist ja Donnerstag. Aber ist ja scheißegal. Euch interessiert ja eh nicht unser Leben. Wir wollen auch darüber nichts erzählen, weil das ist sehr traurig. <laughs> Wisst ihr, was nicht traurig ist? Nein. Toxik. Toxikkeit ist nicht traurig. Also, hast du davon schon was mitbekommen auf TikTok? Tatsächlich nicht, weil ich ja nicht auf TikTok unterwegs bin. Ich weiß, es ist ja so eine hm. Kinderplattform. Auf jeden, Fall, bin ich. Auf, auf, auf jeden Fall, ich zeig dir jetzt mal ein, zwei Ausschnitte und dann kannst du mal sagen, mhm. was du dazu. Also in, in diesem Video sieht man eine wunderschöne blonde Frau. Und es geht um Dates. Und da steht dann da, wenn er der wieder mal äh, einen Tag vorher absagt, dann Antworter. Gucken wir, gehen mal rein. Ach, perfekt, da muss ich den anderen nicht absagen. Und dann kommt dann hier Hashtag. Stay toxic. Okay? Hm. Okay, oh, ja, ja, pass, mhm. auf, pass auf, es geht gleich weiter, es geht gleich weiter. Ich habe gerade den krassesten Toxic-Tipp einfach gelesen. Ciao. Wenn euch ein Typ sagt, ja, ich wirk noch nichts fest, damit du noch nichts Ärmter. Ah, wirklich? Also ich eigentlich schon, aber du bist jetzt echt nicht so der Typ, den ich daten würde. Und boom, just like that, er wird euch hinterher rennen. Ich sag euch, wie es ist, es funktioniert. In boom, just like that. Ich hasse Menschen, die dann Deutsch mit Englisch und einmal so rumwieseln. -rum. Weißt du, kann ich nur sagen. Wenn du mich siehst, sag Marcella einfach die Hübsche. Weißt du? Oh Gott. Ja, Pixel, was sagst du zu Stay Toxic? Gefällt dir das? Ja. Ähm, da muss ich mal kurz drüber legen, wie ich es finde. Nicht so geil, weil Toxic ist Müll, aber dann sollen die F Damen sich mal überlegen, warum sie noch Single sind. Und vielleicht nur Typen abkriegen, die mit denen, ich sag mal schmusen wollen, aber nichts Ernstes, weil, wer will denn schon was Toxisches in seiner Beziehung? Ja, die kann noch so gut ausziehen, sehen also ausziehen, äh, aus sich ausziehen, genau. Naja. Sie kann sich noch so gut ausziehen, wollte ich gerade sagen. Sie ist nämlich Stripper, schneller. Für, für zwei oder drei Stunden, äh, to <laughs> macht einen so selbst <laughs> noch nicht toxisch. Also, da, da kann man es vielleicht noch vertragen, weißt du, aber, ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, die verstehen das auch noch gar nicht so wirklich. Die machen einfach so so einen nee. kleinen Trend mit. Aber das Problem ja. ist ja, die sind sich ja ihrer Vorbildfunktion nicht vor, äh, bewusst. Weil, wenn du im mhm. Internet bist. Das, und die Plattform ist ja dafür, das sind ja jüngere Leute, sind das ja. Und die wachsen dann halt mit so einem Bild auf, hey, das ist ganz normal so zu sein. Toxic. Hm, stimmt. Ich würde gerne in die Zukunft reisen und dann alles abbrennen. Äh, ich würde gerne in die Zukunft reisen und dann mir alles anschauen, meinte ich. Wie es in zehn Jahren aussieht. Ja, vor allen Dingen, was ich bei der einen da nicht verstanden habe, bei der letzten, wenn du eine Beziehung haben willst, dann kommuniziere es doch vernünftig äh, mit demjenigen und dann wirst du sehen, ob er möchte oder nicht möchte und sei doch nicht angepisst, wenn der nicht möchte, sondern sagt so, ja, ich will auch hier äh, mein, mein Leben so weit genießen, mich noch nicht binden, dann ist doch okay. So, dann wisst ja. ihr, okay, ihr passt in dem Moment nicht füreinander und dann sucht ihr doch was anderes. so. Das ist wieder so ein typisches: ich akzeptiere weißt du? nicht. Und ne, ja, genau. und keine Ahnung. Kommen wir uns an. Ich muss noch mal kurz. Du willst also? mich nur ficken. Ey, du, jetzt willst du nicht mit mir zusammen sein. Ey, dann suche ich mir jetzt einen anderen. So, weißt du, so. Und jetzt, du, jetzt Kindergarten. Du meine Nachbarin. Toll. <laughs> okay, wir, können, wir hören mal nochmal rein. Gerade den krassesten toxic tipp einfach gelesen. Ciao. Wenn euch ein Typ sagt, ja, ich würde noch nichts fest, damit du noch nichts erntest. Ah, wirklich? Also, ich eigentlich schon, aber du bist jetzt echt nicht so der Typ, den ich daten würde. Und boom, just like that, er wird euch Ich sag euch, wie. Ähm, du bist nicht der Typ, ach so, ja, ja, okay, den ich daten würde. weil sie das dann gesagt hat. Äh Boah. Irgendwie finde ich das süß, wenn die äh, da gerade so jemanden nachmacht, diese oh, Nachmachstimme. Nee. Echt? Kann die die 24-7 machen? <laughs> Finde ich lustig. Echt? Ich könnte kotzen. Ich könnte übel kotzen, <laughs> wenn ich die höre, wie sie redet. Ey, pass auf, ich. Leute, schreibt es nicht drunter, weil es schreibt ja eh keiner drunter von den zwei Leuten, die es schauen. Aber die zwei Leute, die es schauen, schreibt es drunter. Wie findet ihr das? gerade den krassesten Toxic-Tipp einfach gelesen. Ciao. Wenn euch ein Typ sagt, <laughs> ja, ich wirklich noch nichts fest, damit ich noch nichts ernte. Ah, wirklich? Also ich eigentlich schon, aber du bist jetzt echt nicht so der Typ, den ich daten würde. Und boom, just like that. Ah, ich kann kotzen, Adam. Mir kommt übelst die Plöre hoch. Ah! Ach, beruhige. Erstmal beruhigen, erst mal entscheiden. Ah, oh, ist das schön, angenehm. So, Pixel, ich glaube, wir müssen in die innere Tiefenpsychologie bei dir eintauchen und deine Synapsen auseinanderstrecken und um zu schauen, was mit dir nicht stimmt. Ach, was, so viel. Was stimmt, stimmt mit nicht. dir nicht? Das hat mein Arzt auch mich gefragt. Stay toxic. Selbst zu er Erbe überfragt. Dein armer Arzt. Nee, ist ja okay. Jeder hat ja einen anderen Geschmack. Der eine hat einen Tool Geschmack, der andere hat einen Scheißgeschmack. Und ich bin tolerant. Ich habe mir ja vorgenommen, dieses Jahr so tolerant zu sein, dass ich alles verstehe. Aber ich habe schon, hab schon den Hass. Im, also der Hass ist schon im Kofferraum drin, aber er kann noch nicht raus. Also es ist noch genug Platz für dieses Jahr übrig. Es ist schon halb voll, der Kofferraum. <laughs> Also, wir haben ja noch ein bisschen über, über noch ein Jahr, nur elf Monate. Ich glaube, das schaffe ich. Okay. Ah, ja, 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 pass auf, dann gehen wir weiter. Dann kommt jetzt hier noch, hier hinten, dann nachdem sie geredet hat, wird eine junge Dame gefragt. In den allermeisten Fällen. Was hältst du davon, dass das so abgefeiert wird auf Social Media? Ich finde das definitiv traurig. So kleine Dinge, dass die oft verharmlost werden, dass die auch normalisiert sind und. Ich finde es gar nicht lustig, weil ich selbst auch in dieser Position war. Ich habe mich ja auch original so verhalten. So, jetzt sieht man hier, wie ich mir Sorgen mache, dass er mit anderen Weibern schreibt. Ja? Ist jetzt ein nächstes TikTok für die Leute, die es auf Spotify hören. Wir haben sehr viele Spotify-Zuhörer, habe ich gesehen. Mittlerweile danke dafür. Ich aber gleichzeitig mit acht anderen Typen schreibe. Magic Mia heißt sie. Und einen habe ich noch für dich. Es gibt ja auch dazu. Und viele Weich. sagen ja, ist doch nur Comedy. Wie siehst du das? Wenn man sich mal überlegt, gut, ich bin 27, wenn ich das sehe, denke ich halt, okay, das ist Bullshit für mich. Mhm. Ja. Aber die Generation 12, 13, 14, gut, das die das auch. auf TikTok sehen, die gucken sich das an, das programmiert sich ja auch irgendwo ein, das schleicht sich alles ein. Das ist ein Scheißverhalten. Also kein Fan vom Hashtag StateTalks. Nee, auf keinen Fall. Jetzt könnt ihr mir mal in die Kommentare. Pixelmann hat ab und zu mal da de, mein Video bei dir im, in, 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 als Echo. ich dir noch sagen? Oh, Entschuldigung. Kannst du ein Stück leiser drehen? Ja. Yeah. Ja, Leute, das ist, das ist hier gerade live. Tut mir leid, hier wird auch nichts rausgeschnitten, weil wir sind Assis. Wir können das nicht. Deswegen kriegt ihr, solange Pixel Scheiße baut, zeige ich euch einen schönen Fahrradumfall. Die beste deutsche Mountainbikerin ist heute Abend bei uns. Es ist Regina Stiefel. Herzlich willkommen. <laughs> ah, ist das schön. Oh, okay. Aber das Video war auch laut, also. Oh, das sieht, das wird auch so ein bisschen. Schrei, schreib, sag bitte Stay Toxic. Hashtag Stay, stay Toxic. Ah, danke schön. <laughs> es ist so äh, äh, Durchfall? Okay. Du so besser gut. jetzt? Nee, weiß ich noch nicht. Wir, wir werden es hören. <laughs> ich habe nur den kurzen Ausschnitt hier gezeigt von Stay Toxic. Äh, ähm. Ja, es ist halt wirklich. Warte mal, wir, gucken, wir gehen noch mal in eine Stelle rein. So wie eine toxische Beziehung, das würde ich heute anders machen. Und damit gehen wir gehen mal raus rein. Dann äh, zu Bruch gegangen ist bei ihr. Ähm, das sind Dinge, äh, die für sie in der Beziehung einfach gar nicht klar gehen. Wie fühlst du dich damit, dass du das jetzt so hörst? Und Moment, wenn wir ein Stück zurückspulen genommen hat, sich aber nicht von dir lösen konnte, nicht von dir irgendwie im Video vertreten sein. Aber sie hat mir so ein bisschen eine Gefühlslage geschildert und mir auch erlaubt, die dir wiederzuspiegeln. Und auf jeden Fall meinte sie auch, dass sie diese Beziehung als toxisch wahrgenommen hat, sich aber nicht von dir lösen konnte, nicht von dir lösen wollte. Sie hat einfach nicht genug Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, was sie jetzt doch hat. Und natürlich gibt es Dinge, wo sie sagt, die kann sie dir verzeihen, die will sie dir verzeihen und hat äh, dir verziehen. Natürlich gibt es dann aber auch Dinge, wie zum Beispiel diese Verbote. Ich glaube, äh, vor allem jetzt zum Beispiel, worüber wir gesprochen haben, diese Geschichte mit, hey, du darfst ah. keinen Alkohol trinken, wo der Abend... Okay, warte, warte, warte. Bevor, bevor das jetzt hier so... Also ist der Toxic, du darfst das nicht, du darfst das nicht, ich darf das und so weiter. Wenn du so jemanden hm. hast, der dich permanent tyrannisiert, wirst du doch wahnsinnig, oder? Ich mhm. weiß nicht, oder wenn du kein Selbstvertrauen hast, du bist an der Person so, so gebunden. Ich kenne das ja von, 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 von älteren äh, äh, Menschen, Mitmenschen, mhm. äh, das meistens entweder hat die Frau nur das Portemonnaie, weil der Mann zu dumm ist, oder der Mann bestimmt immer nur darüber, über das Bankkonto, aber meistens sind es immer die Frauen, die alles da machen. Mhm. Und die, die Männer sind ja quasi auch dann abhängig von der Frau oder einer der Partner, ja. Man ist ja, ja. Gar, wenn, die, wenn wenn der Alte oder die Alte, je nachdem, wie es halt ist, da freidreht. Es ist, mhm. Man kennt ja die ganzen Kampfdrachen aus der Nachbarschaft. Du bist, mhm. dran, du bist gefangen. Ja, also sich finanziell von den Menschen abhängig machen, ist, glaube ich, das Schlimmste, was man sowieso machen kann. Weil dann bist du wirklich der Willkür dieser Person, auch wenn man sich liebt und sonst was. Aber man weiß ja nicht, was denn plötzlich passiert bei der einen Person, die macht über das Geld hat, ne, wie du sagst, schon frei dreht und dann sonst irgendwas vielleicht äh, Kopfkino kriegt, dass man irgendwas tut, was man nicht tut oder sonstige Sachen, ne? also ah, du schreibst doch mit der oder mit dem und dann, äh, ich weiß, du gibst mir fremdmäßig ja, so, dann ähm, Filme fährt, auf, obwohl du nichts machst, weißt du? Obwohl äh, du, keine Ahnung, Netflix guckst. Äh, ja, <laughs> pass, 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 pass auf. Ich hatte da auch mal so eine, so eine, so eine leichte toxische Beziehung, wollte ich sogar sagen. Ich habe immer auf mein Handy geschaut und hab's dann weggelegt, wenn meine Freundin dann reinkam. Und irgendwann hat mhm. sie dann gemeint, ja, warum legst du immer dein Handy weg? Ich so, weil ich dir Aufmerksamkeit schenken will. Und ich hasse mit dem Smartphone dann irgendwo sinnlosen Scheiß zu machen nebenbei oder wenn du wenn du anfängst ähm ängstlich zu werden in der Beziehung und also hast Angst vor Fehlern, weil sie bei mhm. deinem Partner dann ausrasten könnte, dann bist du auf jeden Fall in einer toxischen Beziehung. Dann bist du da angekommen. Ja, hatte ich. Da ich, musst glaube, ich hatte los. mal eine Freundin gehabt, die war ähm, wie heißt es, nicht kleptomanisch, sondern äh, cholerisch, Mann. Ah, cholerisch, <laughs> ja, cholerisch. Äh, oh Gott, Alter. Und ich und, unten, ja. die, die war so hardcore cholerisch, die ist wegen wirklich Kleinigkeiten, also sie hatte für sich immer so Perfektionismus für sich, ne, gepachtet. also äh, Und dann wenn dann was nicht nach ihrer Nase lief, also jetzt, weil sie selber was nicht auf die Reihe gekriegt hat, dann wurde sie schon mal sauer. Und wenn du dann, keine Ahnung, die, die hat dann irgendwas gemacht und dann, äh, wenn man halt zusammen wohnt, kriegt man das ja mit, dann so, ach Mann! Äh! Dann fragst du ja, Schatz, was ist denn los? Äh, was? <laughs> so, dann Na ja, kriegst du den ganzen Ab, Da kannst du nur fragen, Schatz. Du behindert. So. Dann kriegst du den ganzen Zorn dann ab, weil dann äh, du dann in dem Moment, ich sag mal, der Dumme bist, der ähm, gewagt hat, da zu fragen. Weißt du? Obwohl du es nicht meinst. So, was ist denn los? Ja. Dann, äh, oder äh, ist mir auch schon passiert äh, von der gleichen Person. Keine Ahnung, War dann wieder irgendwas und dann sind dann äh, sogar Teller und Tassen geflogen und der Witz <laughs> ist, die, diese Person ist bei mir eingezogen und es war mein Hausrat, den die da das kaputt meine gemacht haben. Das waren meine Tassen. Aber ah, das doppelt ah, weh. Das ist ja dual toxisch, over toxisch. Ja. Aber aber das ist schon, das ist dann irgendwann so weit eskaliert. Also das war dann schon irgendwann kurz vor äh, Schlussstrich. Wo ist denn so weit, dass sie, vers dass sie versucht hat, mir gegenüber ähm, körperlich zu werden, also oh. mich zu schlagen und, und sowas. Ja, ja. Aber es hat sie nicht geschafft. Ja, ich habe mich durchgesetzt. Hast du äh, Rihanna <laughs> und Chris Brown gespielt oder was dann? Nach nein, nie, nein. Ich hab ähm, Na, ich frag noch, also meine Hände nur zur Verteidigung eingesetzt und nie geschlagen. Nie geschlagen. Ich Habe sie dann halt gepackt und dann zu Boden gedrückt. Oh, ich glaube, so. ich hätte der ja nachts ins Gesicht dann einfach gewichst und war dann ab. So, und dann gesagt, so, wenn, wenn sie nicht aufhört, dann äh, kann sie draußen übernachten, so, ne, weil, weil Maya, meine Wohnung ist. Das, das Problem ist aber. ist nicht mehr deine Wohnung, die Worte Zwang sind. Eben. Naja, das Problem ist aber, wenn, 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 jemand die Polizei ruft, ja, selbst wenn du das bist, sagen, ja, hier, äh, ich werde von meiner Freundin hier körperlich angegangen oder versucht es, äh, versucht, dass ich angegangen werde, da kann, das kannst du mit 100% sicher sein, dass du gehen darfst. Obwohl es deine Wohnung ist, weil du ja der Mann bist, weil hey. äh, die, Poli die, die Polizei muss äh, ja die Frau vor dir schützen, obwohl sie dich angreift, verstehst du? Das ist ja der Witz, so, weil die Frau ist ja das schwächere Glied in der Kette. Ne? Das alles oder alles zu so viel. Ja, da musst du halt auch. Ja. Was mit okay, okay, ich möchte nicht mehr drüber. Ich bin gerade sentimental am Ich bin <laughs> am Bogen. Ich, ich, ich Aber eigentlich noch. Gut. Pixel, es tut mir leid, dass du mhm. äh, in der Gefangenschaft und im Keller gelebt hast und an Ketten und so gefesselt warst in deiner eigenen Wohnung und dann auch noch mit deinen Tellern und äh, gequält wurdest mit Tassen. Wurdest du mit Tassen gequält oder mit Gabeln? Nee, sie hat den nie, nie getroffen. Also äh, immer das Geschirr ist und hab, ja hab mich dann und ich habe die voll Die war ja richtige, äh, richtige Loserin. Könnt ihr nicht mal Teller ja. werfen Was suchst du dir für Frauen aus Ich hab, ich hab gute Reflexe ja? Äh, also. Gott Katzenartig Gott. Ja aber, aber was ich sagen wollte das ganze Video ist halt ist cool sagen wir es mal so also gut gemacht und man, sie ist halt mal hier verdeckt ja hier mit Kapuze mhm. und Hoodie hier Aber guck schau mal da im Spiegel. Spiegel genau das ist ein Hardcore Fehler Also man sie auf jeden Fall, man erkennt sie dann halt. Ich meine, die Leute, die sie kennen, werden sie sowieso erkennen, wegen ihren äh, Handnetzstrümpfen und ihren Tattoos, was sie am Anfang gezeigt hatten. Die ist kriminell, klar ist die toxisch. Die hat ein Tattoo. Ja, Leute, also falls ihr irgendwie solche Anzeichen habt, dass ihr eurem Partner nichts erlaubt, er nur noch ängstlich um euch ist, gut, das werdet ihr nicht merken, weil er sowieso mit dem Mundknebel irgendwo sitzt, macht's nicht trennt euch von ihnen. Oder ähm, wo man in eine auch Beziehung ein und geht äh, irgendwo anders hin und verpisst euch. Verpisst auch auch ein toxisch. Toxisch Menschen erkennt, wenn du gar nichts gar gar keine Fehler gemacht hast oder ich habe auch gar keine Fehler gemacht äh, Pixel. Ähm, <laughs> also ich meine jetzt in irgendeiner Situation, ne? Und dann plötzlich die Person grundlos sauer auf dich wird, weil sie weil die Person selber mit ihren Emotionen nicht klarkommt und du praktisch der Blitzableiter bist für diese Emotion, dann weißt du schon da, dass der Mensch generell toxisch ist an sich. So, weißt du, dann Und was ist, wenn es mir so, einfach egal ist und mich das einfach kalt lässt und mich dann nicht interessiert? Naja, das Problem ist, wenn es dir dann egal ist, dann wirst du dich ja daraus ja nicht lösen, weißt du, weil du sagst, ja gut, lass die Alte mal jetzt oder den Typen da mal fünf Minuten 180 Grad äh, äh, pff, sich da austoben, ne? Also lass sie am Rad drehen, so. Ich, ich gehe in einen anderen Raum oder ich gehe mal spazieren. <laughs> Aber da, das ist ja nicht Sinn der Lösung. Das ist ja keine... Harmonievolle Beziehung. Genau, genau, man muss danach richtig provozieren. Also, wer bei das mir toxisch ist, der, der, der wird wahrscheinlich einen Herzinfarkt danach kriegen. <laughs> ja. Also, ja. Äh, äh, Gut, Ge Gehirnblutung. Gehirnblutung. Ein <laughs> Aneurysma. Oh, oh. oh Mann. Nee, okay, darüber machen wir keine Witze. Wir sind jetzt in 2024, wir sind bessere Menschen geworden. Dieser Podcast ist der Bessere Menschen-Podcast. <laughs> einfach, wollen wir ihn besserer Menschen? Das ja, gibt bessere. bestimmt. Kannst du mal. Eine Dauermeinungssendung. Besserer Menschen-Podcast? Ob es das gibt? Wir nennen uns einfach äh, um, um unseren Ruf wieder reinzuwaschen. Weil ich glaube, jetzt zur Zeit, wir hießen ja mal von Lauch zu Lauch, dann äh, jetzt äh, Science Trology, glaube Aber ich. ich finde Science Trology ganz gut auf Spotify, es gefällt mir. Das hat vielleicht von Lauch zu Arschbuch. Lauch? Das, ja, das würde gut. ja zu mir passen, weil ich bin ja ein, äh, wie das, heißt das? Nee, es Ektomorph. ging einfach, na, naja, ach Gott Scheiße, sowas gibt's nicht. Ähm, das ist nur so ein scheiß Mist, dass sie ihre dreckigen Produkte besser verkaufen, diese ganzen äh, Lebensmittel, Nazi, Fitnessindustrie. Das ist alles nur so. Ist egal. Es ist Marketing, Pixel. Marketing. Jetzt bin ich raus. Mhm. Okay, wir lassen es so. Ich, nee, ich wollte gerade sagen, ich musste mal ein neues Arschbild auf äh, Podcast hochladen. Also jetzt, jetzt habe ich ja mein Gesicht als Arschbild. Ich sollte mal ein richtiges Arschbild hochladen. Einfach so. Also der Name ist noch sein. verfügbar. Wie hieß der Name nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Äh, der bessere Menschen-Podcast. Mensch nee, der bessere Menschen-Podcast. Menschen Gibt's wahrscheinlich. Nein, das darf's nicht geben. Gibt's Aber bestimmt. Du Asozialer. Ich hoffe, dir fällt dein Penis ab. Glauben Sie mir, diese Badehose ist der Schlüssel zum Rüssel. hab's gekauft. Ich würde alles dafür geben, um deinen Elefanten kennenzulernen. Schwein. Einfach nur. Nee, rein. es gibt's. Also, die gibt's noch nicht. Boah. Aber da müssen wir so total übertrieben auftreten, dass wir wirklich so richtig, als würden wir den ganzen Tag unsere Furze riechen, E-Auto e fahren, äh, für die Umwelt kämpfen. Wir müssen alles das bedienen, was die ganzen Medienwelt, also was sie sehen, was sie gut finden. Weißt du? Dafür einstehen. Über, richtig, wirklich übertrieben. Das wäre Ich doch was. liebe E-Scooters. Hm. Was E-Scooter fahren will. E e e ja. Aber E-Autos. Nee. Aber ich muss sagen, die E-Auto-Leute, die sind ja auch eigentlich gute Menschen, weil irgendwann kommt das Zeug ja auch wieder ins Meer. Nee, nee, nicht Zeichen, fahren. Werfen. Nee, nee, nicht fahren. Ah. E-Scooter. Ich liebe E-Scooter an sich, wenn die quer auf der Straße rumliegen, Leute drüber stolpern, sich beinahe irgendwas erst brechen, weil dann kommt die Schadenfreude in mir hoch. Der Gehässige. Echt, bist du so ein ekelhaftes <laughs> Weasel, der über Leute lacht, wenn die sich wehtun? <laughs> ja. Wow. Aber ey, ich habe Erste Hilfe gelernt. Ich bin Ersthelfer in meiner schule. Das bedeutet, das bedeutet, wenn die sich verletzen, kann ich Erste Hilfe leisten und dabei lachen. Entschuldigung. Und was ist, wenn es jemand ist, den du nicht schleiden kannst und der muss Arsch zum Mund beatmet werden? Ja, nee, ich muss ja trotzdem helfen, das ist ja sonst. Ähm nee, das habe ich nicht unterschrieben. Ich will nur Leuten, die ich nicht kenne, die ich nicht eklig. Also wenigstens. Finde. Da wenigstens stabile mal, Seitenlage. Da muss ich erstmal nach der politischen Einstellung fragen, wenn, wenn er bewusstlos oder sie bewusstlos mhm. ist. Und wenn sie mir nicht antworten kann, kann ich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Boah, Weißt du, was ich mal im Erste-Hilfe-Kurs gehört habe? Du musst zum Beispiel, äh, Erste Hilfe ist, sage ich mal, Auslegungssache, wie du sie leistest. Ne? Wenn du zum Beispiel ein Obdachloser, äh, keine Ahnung, verletzt sich, fällt um plötzlich und du siehst es, Reicht es schon, wenn du nur die Feuerwehr ruhst? Du musst nicht zu dem hingehen und Wiederbelebungsmaßnahmen machen. Wenn du dich nicht traust oder den eklig findest. Das ist krass. Beim Obdachlosen und bei normalen Menschen nicht? Also, was heißt normaler Mensch? Oh, scheiße, wir haben jetzt schon wieder zwischen das, Obdachlosen und normalen Menschen. Das, das leid, wurde, ich, zur Aufklärung, das wurde als Beispiel genommen, weil der, weil ein Obdachloser als ungewaschen und, und, und. Deswegen, ja, okay. Wenn, wenn jemand sich vor jemanden ekelt, weißt du, oder, auch wenn du den die Person eklig findest, so ich ekel mich jetzt mit dem Mund zu mund beatmung zu machen, musst du das nicht machen. Arsch du musst mund. nichts machen, was dich selber äh, vor einer unangenehmen Situation stellen. Das musst du nicht machen. Und das finde ich schon krass. Das finde ich schon wirklich krass. Also ich persönlich, weil stell mal vor, du fällst um, hast vorher einen Döner gegessen, du stinkst das wie, doch was anderes, wie weiß ich nicht, eine Dönerbude. Ja, aber du, du kriegst einen Herzinfarkt. Keiner macht Wiederbelebungsmaßnahmen, weil du nach Knoblauch stinkst, hallo? <laughs> so. Ja, dann ist doch kein Knoblauch. Ja, ich hab Feuerwehr gerufen, die in ah, Berlin... Nee, 20 warte, 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 jetzt sollte ja, mich was interessieren. Pixel. Ja? Angenommen, An wir beiden, das Cool coolen Boys, sind unterwegs, weil wir wieder voll geil okay. abgehen, so in der Hood und machen voll geile 90er-Jahre-Party irgendwo und reißen voll die Chickas auf. Auf Mallorca, was weiß ich, ist mir doch egal. Ähm, und du kriegst einen Herzinfarkt? Ich mache ja. zu dir Mund-zu-Mund-Beatmung, aber ich habe vorher den ganzen Tag Nüsse gegessen. Stirbst du dann da dran? Also würde ich dich dann töten damit? Mm, könnte sein, weil ich denn, ich, also ich bin jetzt kein hardcore allergiker der innerhalb von ein, zwei Minuten einen allergischen Schock kriegt. Bei mir dauert es länger. Aber wenn du einen Herzinfarkt hast und dein Körper dadurch schon geschwächt ist und dann du noch ein Antrag. Anaphylaktischen Schock kriegst, kann es sein, dass das dann zum Tode führt. Also habe ich dich zum weil Tode dann, wiederbelebt. Was du dann ein weil Zombie? Du, du, äh, weiß ich nicht. Ich stell Pusten mal vor, so könnte man so. Zombies entdecken, dann beißt du irgendjemand anders dann auf Mallorca und dann ist der Zombie-Virus da. Das muss man testen, Pixel. Du musst einen Herzinfarkt kriegen und ich esse Nüsse. Ich glaube, das ich glaub, ist keine so gute das. Idee. Ich glaube, so funktioniert das mit der Wiederbelebung und Zombie. Ich will jetzt die Apokalypse haben, Pixel. Das ist, jetzt, das ist wissenschaftlich nicht fundiert. Das Aber ist ein besserer Menschen-Podcast. Hört doch mal auf. Dass man an mir es testet. Oh Mann, immer diese Doppelmoral. Mann, Ruhe. Falls es Testpersonen gibt, dann schreibt mir. Ich werde das durchführen. Aber in irgendeinem Land, wo ich dafür nicht belangt werden kann. <laughs> und wo man Organe handeln kann. Weil es kann sein, dass euch schon eins oder zwei, drei Stück dann fehlen. So. <laughs> Das darf ich nicht entnehmen? Also ein Herz hat man ja doppelt, da kann man eins wegnehmen, oder? Herz ist doppelt. Zwei Herzen hat jeder Mensch. Do kann Doppel man eins Herz, wegnehmen. Ja, ja, ja Doppelherz, das kann man ja aus der Werbung, weil Werbung lügt ja nicht. Genau Aber wie ja, Nieren. Hat ja, man ja, auch Nieren doppelt. ja, Nieren hat man auch doppelt. Stimmt. Roten hat man auch doppelt. Ja? Ja, man Meinst hat man du? Alles doppelt. Man kann Arme und Hände spenden, weil die hat man doch auch doppelt. Natürlich kannst so? du Haut spenden. Ohne Scheiße, kann man wirklich spenden. Nicht haut, äh, den ja, ja. Arm oder ja, die Hand. Kannst du, kannst du auch spenden, natürlich. Weil man hat doch davon zwei, weißt du? Ja, aber wenn du. Da passt irgendwie, dann können sie sein, dass da Michael Jackson-Hand oder so Ja, Der hat ja auch eine weiße Hand gehabt, der Typ. Hat sich ja auch um, umfärben lassen. Beim Friseur. Oh, ist nicht das oh, oh, Entschuldigung. Und ich habe nämlich gerade extrem geilen Werbeübergang gebracht und Pixar hat es wieder versaut. Ich könnte. Ich hab dich trotzdem lieb. Und einer will mir die Beine brechen, weil er ein sinnloser Kackspast ist. Wie bitte? Nicht so, nicht so frech. Und zwar ging es ja um die Werbeindustrie mit Doppelherz, ja? Da, da ist man ja geschult, dass man zwei Herzen hat als Mensch. So, und da die Werbung einfach nur. Hier Flying Uwe. Wer kennt ihn? Kennst du Flying Uwe? Na klar. Jeder kennt Flying Uwe. Das ist so, so, so ein Typ, der mit Kampfsport groß geworden ist. Den haben wir auch sehr oft hier behandelt auf dem Kanal auch. Ich, glaube, ja, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal über ihn geredet hatten. Hat auch so eine äh, äh, Firma, äh, Lebens-Nahrungsergänzungsmittelfirma und auch äh, Leggings und Co., Sportkleidung, allen Scheiß. Und der hat jetzt ein Video rausgehauen, wo er für seine Leggings wirbt. Das Video kam, ich, ich pixel, ich lass es dich anschauen und du sagst mir einfach. Was du darüber so, was du. Was so, wir, wir, Leute, guckt es euch genau an. Das ist, ist schwierig. Advanced Pro, mehr als nur eine Leggings. Jetzt neu mit dem Terena Touchstoff. Wie ha, weich wie ein Pfirsich. Weich uh, wie ein Pfirsich. Pixel, was? Ich, ich lasse nochmal ohne Ton laufen. Das ist hm. scheiße eingesprochen am Ende, muss ich sagen. Weil auf der rechten, äh, auf dem rechten Ohr hatte ich seine Stimme und auf dem linken Ohr nur den Sound. War das mal richtig scheiße. So. Mono, ja. Aber jetzt das Video nochmal. Das sind gecastete Mädels oder vielleicht welche auch sein Dings hier von smilo dog sein, seiner Leckingsline. Ja, was soll ich dazu sagen? Als es ist. Steht da, dann laufen die Mädels hier in Leggings hier vorbei und hier in seiner neuen Unterzeugs, Sportzeugs. Auf einer Wendeltreppe. Und Er macht hier eine auf Nutgein einen Samenspender, was weiß ich, und latscht ihn hinterher. Vor allem dann dieses. Auf alle Vieren. Ja, auf, auf allen Vieren hier so ein Hund, um ihn auf den Arsch zu gucken. Vor allem die Kamera zoomt richtig nah ran. Ja. Ich weiß nicht, ich finde das nicht. Nee. Da, also, ich, ich, ich muss sagen, ich, ich habe eine hohe Toleranz hier so und versuche mal irgendwas zu verstehen hier gegen Sexismus und so, weil es ist echt vieles übertrieben. Mhm. Aber das hier ist wirklich brutal. Ich finde es fremdschämend. Also, Übel. Vor allem wie so ein ähm, Tier, das ist. Es, es ist humoristisch gemeint, er macht sich ja ein bisschen ja. über wahrscheinlich Sexismus lustig darüber. Aber nicht als Firmenchef, der sowas vermarktet als Fitnessfirma. Ah. Ich weiß, nicht, das ist, ich weiß nicht, es kommt Bucher. billig, es kommt einfach billig so rüber. Ja, weißt du? die, die sind billig wie seine Klamotten, die kosten übel viel. Ich weiß nicht, also. Ja, man könnte sagen, okay, er macht das jetzt, weil alle immer so übertrieben auf, auf die Ersche und Co. gucken. Aber dazu muss ich auch sagen, auch Frauen, wenn man es gibt auch Frauen, die, wenn man als Frau sowas trägt, ja, dann braucht man dann muss sich man damit nicht rechnen. wundern, dass man da in den Arsch reingeguckt wird, natürlich. Also wenn ich Klamotten anziehe, wo ich, ich weiß nicht, bis zu den Mandeln gucken kann und dann jemand dann starrt, ja, weil er, keine Ahnung, wie so ein Autounfall, da nicht weggucken kann, jetzt mal ganz böse gesagt, dann darf sich die Dame aber auch nicht beschweren, ja, äh, was guckst du mir zwischen die Beine, mein Kimmelto an, das darf nur mein Freund. Äh, ja, nicht ja. Auf es der Straße ja, damit rum. Es, es ist ja, es ist ja nicht mehr... Es ist ja, es wird dann ja gesagt, ich, ich will ja was Kurzes, was 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 tragen, dass ich nicht schwitze. Das mhm. ist bei den Männern auch so mit ihren ekel Tanktops, diese ekelhaften. Ja, Stringtanga. Ist, ist genauso, <laughs> genauso ganz großer Dreck. Ähm, man muss die Muskulatur warm halten, damit sie wächst und nicht kalt. Und außerdem ist das hier so eine Art Fashing Wars, äh, fashing fashing. Na, fashing Sport Wars? Weiß ich nicht. Jeder sieht schick aus, hat das Geist, Geist in Klamotten an und dann ist das sowieso so nur Selfie-Bilder. Plack, plack, plack. Ah, wir kommen schon wieder in eine ganz andere Richtung. Ich muss erstmal meinen Discord hier leise machen. Irgendwas, irgendwas schreibt. Ein Pixel kann es gerne ein, Einwände einschießen. Nee, ähm, sehe ich auch so. Also, äh, man kann ja anziehen, was man will, muss sich aber über die Reaktionen, die man draußen kriegt, in der Öffentlichkeit nicht wundern. Und bei dem Video ist, er will ja was vermarkten. Sex-Sales, dachte ja. er sich. Und dann machen wir es mit, mit, mit einer Prise sexistischen Humor. Sehr überspitzt, ne? Aber ich weiß nicht, da kann man wirklich, weil er ja der Firmenchef ist, wie du sagst, und auch ein Influencer und sonst nicht noch was, äh, könnte man sagen, ja, schau dir mal die Typen an, ja, äh, der hat Geld, aber äh, so halt, Notgeil, ne? Alle Typen sind Notgeil. Und dann wird dann sowas als Beispiel genommen. So, ja, ne? gut, dann wird es wieder total überzogen, ja, ja. Aber ich so würde sagen, durch, hm? am, am meisten beschweren sich äh, die Ungefickten. Die beschwören sich am meisten darüber, über das Video. Das Meinst sagt. du Frauen oder Männer? Alle. Die oder <laughs> allgemein die Ungefickten? Nein, einfach die Ungefickten halt, Die, weiß ich nicht, die sowas eh nicht tragen können. Weil ich, ich kann sowas auch nicht tragen. Frauenleggings, aber ich meine ja nur. <laughs> Obwohl, sie würde mir vielleicht doch stehen. Warte mal, ich gucke gerade. Könnte mir doch stehen. Okay. Nein, aber wir haben einfach viel zu viel Zeit, uns darüber aufzuregen heutzutage. Aber das Video ist wirklich schon... Uh, ist zu much, finde ich jetzt, wir kennen ja alle Sex Plus, für die ich sehr sympathisiere. Die haben ja ein gewisses Image, ein Rapper-Image. Falls ihr mal eine Werbung davon seht, die hatten den sexistischen werbe letztes Jahr bekommen, hatten wir ja auch eine, eine, eine Show drüber gehabt. Aber die haben dieses Rapper-Image, dieses Bad-Boy-Dings hier mit Frauen und die haben so viele Athletinnen drin, die genauso denken und das ist auch nur ein Joke. Die respektieren die Frauen. Bei Flying Uwe, googelt einfach mal Flying Uwe irgendwas. Einfach Flying Uwe. News, da sieht man, der war ja mal bei Big Brother, Uwe Schüder heißt er ja. Ähm, hm. Da hat er ja auch mit Sexismus geklänzt. Ähm, du wirst, also wenn wir jetzt schon bei Sex Plus, Sex plus sind, Entschuldigung, wirst du niemals den Matthias ein ähnliches Video. Drehen Nein, sehen. Der wird da wird er Du wirst der niemals. Der würde dir das Gesicht wegschlagen, mit Recht. Der würde den Kaktus dir ja. sonst so einführen. Also wenn man sich mit den Menschen hier beschäftigt, wenn man mal Matthias Clemens mit dem Firmenchef hier Flying Uwe vergleicht, ja, äh, nee, kann man nicht vergleichen. Vergleicht man jemanden cooles mit irgend so einem Typen. Der, der sexistische Videos macht. Ja, scheiß drauf, komm. Oh, äh, das darf man gar nicht vergleichen. Das ist schon Disrespekt an Matthias. So, komm, wir gehen einfach weiter. Hier, Flying Over hat scheiße gebaut. Aber, aber die Leute haben's nicht, haben's, haben es nicht, haben es geschrieben gehabt runter Ja, ich feiere dein Content, aber muss das sein? Es ja, hat äh, kein keinen Shitstorm oder so bekommen, aber die seine Zuschauer fanden das auch alle so. Ja. Nicht geil. Nicht geil. Ich bin nämlich hier gerade auf der, auf der feindlichen, wie heißt denn die scheiß Plattform? Die, die vor ein paar Jahren. Ex. Dö, dö, dö. Ja, ja, Ex. <laughs> ja, Twitter ist absoluter Dreck. Elon Musk ist der absolute Typ. Ah nee, wir wollen ja tolerant sein. Müssen wir dann auch tolerant zu Leuten sein, die, die einfach Blödsinn machen? Die einfach nur geisteskrank sind? Meinst du, er hat die Plattform im Ex umbenannt, weil er sein Weltraumprogramm SpaceX heißt? Ich glaube, weil er eine Ex sucht, weil er hat ja schon zwölf <laughs> Kinder. Oder ist er Reptiloid und eine Exe ich glaube, er hat zehn Kinder. Das, dafür <laughs> steht das X. Oh, -oh. Das oh -oh. wird übelst deep. Oh, oh. Deep. Und das X ist am Ende, wenn man das... ist, ist Ach, scheiße, ich erzähl's euch nicht. Ihr seid Schweine. Okay, wir gehen einfach weiter. Äh, was ist denn hier passiert, Le Pixel? Bevor ihre Bestellung ankommt, brennt ihr Haus ab. Was Amazon dann macht, schockiert. Also, eine junge Frau aus Melbourne ist ihr Haus... Äh, zerstört worden durch ein Feuer. Ja, erstmal übel uncool natürlich. Äh, und dann hat sich der Amazon-Herstellerbote äh, gedacht, naja gut, das ist ja halt alles niedergebrannt, aber das Paket, das stelle ich einfach mal vor dem verbrannten Haus ab. Okay. Naja. Das, wir gucken, haben hier noch ein Video davon. Moment, oh, ich will ja nicht auf TikTok. Moment, schauen wir uns mal kurz an. Da macht es sich drüber lustig. Das Sound ist kaputt. Warum geht der Sound nicht? Ah, okay. Okay, dann mein Sound ist. Der Sound auf TikTok ist kaputt. Dieser Sound ist nicht verfügbar. Dein Arsch ist nicht verfügbar. Arsch. Wie geht's? Achso, okay, es ist nur, ist nur Musik, okay. Ah, ja, ja, hier. Hier regt sie sich drüber auf. Und dann Amazon. Achso, zugestellt. Da stand auch, dass äh, sie, also, ihr wurde nicht gewährt, die äh, Location zu ändern für die Zustellung. Ja, hier steht es nochmal genau. Hm. Das, das ist übel. Ja, mein Haus ist abgebrannt. Ja. Ich möchte bitte die Lieferung woanders annehmen. Ja, aber so. wenn das Paket schon auf dem Weg ist Nö. und sonst wie, das ist halt. Oh, dann lebt damit, meine Güte. Also, ich hätte, pass auf, ich hätte ganz andere Sorgen. Ohne Scheiß, wenn mein Haus abgebrannt ist, ja, da steht dann halt das Scheiß-Amazon-Paket oder so. Ja. Das interessiert mich einen Scheißdreck. Ich habe ganz andere Probleme in dem Moment. Dann, dann habe ich nicht die Zeit nochmal auf TikTok irgendeine Scheiße zu posten. Außer ich bin irgendwie so ein TikTok-Lutscher, der sowieso nur auf irgendwelche Klicks und Rosen und Likes und Coins aus ist. Widerwärtige Menschheit. Ich hasse mein Gehirn. Ja. Ähm, mir fällt nur eins dazu ein, stell vor. Äh, die hat ein paar Tage vorher immer so Feuergeruch gehabt, so, weißt du, wenn was angekokelt ist, so. Oh, ich hab hier gleich Arsch hier es, agiert, wenn das so weitergeht. Hier riecht es irgendwie angekokelt und dann die Eltern gesagt haben, naja gut, wir sollten vielleicht mal einen Feuerlöscher bestellen, <laughs> und der dann gerade angekommen ist. <lacht> 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 Entschuldigung. Nee, ich verstehe das schon Mann. nicht, keine Sorge. Macht ihr. Ich, äh, ein schweres Schlag für alles eine und die sechs Geschwister. Mhm. Ah. Was mich interessiert, was war denn in dem Kackpaket drinne? Ihre Familie. Ich weiß nicht, ob sie da gewohnt hätte, er hat, aber. Ohne! <laughs> so ja, da war ein Feuerlöscher drin. <laughs> Stell dir mal vor, der da war jetzt eine spoiler Runde. der war aber leer, den hättest du auffüllen müssen. <laughs> äh, kurz darauf ja. kam die Lieferung an und wurde nicht etwa bei einem Nachbar oder Paketshop abgegeben. Ach so, beim Nachbar. Ich habe eine, hab eine Nachtbar, habe ich gelesen. Da dachte ich, hä? Warum einer bei einer Nachbar? Sie, sie ist trippareller äh, Schockiert über diese dreiste Vorgehensweise. Der Auslieferer macht der Ellie, dem Vorfrau. Oh Gott, Middles, die Ellie heißen. Gefährlich. Ähm, Pixel, kannst du Leuten zuordnen auf, aufgrund ihrem Vornamen, was sie für Menschen sind, ob man sie meiden sollte, ob man sie meiden sollte? Mm, nein, nein, ich nicht kann's. durch einen Vornamen. Doch. Echt, ja? Ja. Ich muss die Person wenn, wenigstens mal gesehen haben. Wenn ich haben. den Vornamen höre, weiß ich schon, was du für ein Mensch bist. So zu 95 Prozent. Gut, ich heiße Hugo. Ja. Was bin ich für ein Mensch? Ein asozialer Troll, der unter der Brücke lebt und sich Heroinverein verleibt. In Berlin. Lag ich richtig? Richtig! Ich. Tun, ja! ja! Richtig! <laughs> Nein, aber. Ach man, jeder kennt doch einen Kevin, oder? Oder? <laughs> kennt äh, so gut wie. Ja. Und ein Kevin ist ein Ak Kevin. Aktuell gerade nicht mehr, aber in der Kindheit und so, ja. Schon ein paar ja, Kevins kennengelernt. Ja, dein Name ist Programm. Ohne Scheiß. Bei Frauen ist es ganz, ganz schlimm. Da hörst du den Namen und weißt, oh, Zicker. Ich muss aber sagen, in meiner Jugend war Dennis, was der heutige Kevin ist. Also ein die, die Dennis, die ich kannte, meine ich jetzt. Da. Ja, also. Ich habe Dennis. Dann pass dann auf Kevins. den Namen Dennis als Namen habe ich positiv in Erinnerung. Ich, ist für mich jemand, der ja ja, ist für mich jemand eloquentes und schlaues. Mhm. Interessant. Ja. Und so Namen wie Stefan, das sind Opfer. Stefan ist so Richard Raffi. ein Stefan. 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 Das haben wir die einzigen Leute hier, die uns schauen, jetzt verkraut. Oder in, in der Moderne, also in den letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahren, würde ich sagen: Louis. Ist auch so ein Kevin. Kevin der Neuzeit, oh, Louis. Oh, Louis ist so einer, der im Wald rumrennt <laughs> und nach Uran buddelt oder so. <laughs> Louis. So ein Richard Louis. Der hat so oh, eine Hawaii-Hände ja, noch so, Bei mir kommen schon Gedanken. Weißt du, ich habe schon Bilder im Kopf. Wenn ich nur einen Namen höre, kann ich dich dann einordnen, was du in deiner Freizeit als Hobby machst. Und dann träume ich mich immer so fünf Minuten wie bei Scrubs immer so weg, mit so einer Gedankendings. Ja, ich bin geisteskrank. Was gibt es da noch so für, für schöne Namen? In meinem Kopf wohnen mindestens drei Leute. Ich kann nichts dafür. Ja. Oder Seraphin. Oh, wer heißt denn Seraphin? Es gibt, es gibt wirklich welche, die ihre Kinder so nennen. Das ist ganz furchtbar. Oh, kann ich, nee, also eine Seraphine ist für mich eine mystische Gestalt. <laughs> Seraphine <Aber> als, Sophia. <laughs> nee, so, Sophia ist für mich jemand, die alles quer unten reinkriegt. <laughs> nee, aber alles. ich meine die, 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 die Namenskombo. Seraphine Sophia. Oh, nee, Alter. Sophia ist auch so ein Harzer, so ein Assi-Name. <laughs> Sophia? Das ist so, das ist so, 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 so ein iPhone-Benutzer. Und die, und die nicht mal das iPhone kapiert, wisst ihr? Die wissen Schon nicht mal, wie das Sophia. iPhone geht. Mandy. Oh, Mandy. Mandy. Mandy ist ein Klassiker, oder? Mandy. Aber Mandy ist für mich eine, die immer tropft. <laughs> also, die braucht einen Korken. Einen sehr großen Korken. <laughs> eine Mandy braucht einen ziemlich großen Korken. Wahrscheinlich zwei und, sie, sogar. und Mandy wechselt ihren Korken öfters als ihre Unterwäsche, ne? Boah, die hat gar keine Unterwäsche an, wahrscheinlich, so ein bisschen <laughs> Mandy. Warte mal, ich, ich suche jetzt, such jetzt gerade nach positiven Namen. Weil wir können nicht nur die negativen, wir können nicht die ganze Zeit. Wir suchen ja nur, nur Ekelnamen. Ich mm. weiß, ihr könnt nichts dafür, dass ihr so heißt. Ist aber euer Problem, nicht unser Problem. Kommt damit klar mit eurem Leben, mit eurem Namen. Gekennzeichnet. Bis zum toten Bett. Wir sind der bessere Menschen-Podcast. Wir helfen euch weiter. <laughs> wenn ihr hier nicht weiter zuhört äh, und Psychosen zu bekommt. Wir, wir helfen euch, bessere Namen für eure Kinder zu finden. Ja, Na? der bessere Namen für kindersuchende Finder. Erfinder-Podcast. Man kann eigentlich überall Podcast dranhängen und es hört sich dann gut an. Das stimmt. Ein Meinungssendungspodcast. Ich, ich trinke meinen kalten Kaffee Podcast <laughs> mm. ah, So Ich bin jetzt noch am überlegen, was, was sind coole Was sind so Namen, so neutrale Namen Tom, finde ich normal Tom ist so ein Handwerkername So ein guter, also positiv belastet äh, Ich glaube da würde äh, Frauennamen Da würde die Klum dir auch zustimmen, dass Tom ein guter Handwerkername ist Ne? Besonders Ach kann er so. gut mit Hämmern umgehen. Achso, er ja, stimmt, er hämmert ja die Alter. <laughs> stimmt. Yes? Ja? Ach, ja. Ich will jetzt noch einen positiven Frauennamen wenigstens raussuchen. Okay, das war's. Keine Ahnung. Sag, sag mal, oh, mal. Kennst du das, wenn du äh, gezwungen darüber nachdenkst, dass dir nichts einfällt? Ein guter Frauenname. moderner oder ein älterer? Na, nicht so, nicht so Hildegard. Die, die, das ist ja, das ist ein Name für Leute, die tot sind. Also einen modernen, ja? Ja, ja, kein Totennamen. Ah, alter Schwede. Oh Gott. Ich, ich finde Sandra zum Beispiel, finde ich auch neutral. Ja, Sandra. Michelle finde ich auch ich noch neutral. Ich war mal mit einer Michelle zusammen. So. Ja. Auch noch neulich so. Ist noch nur drei. Jennies, finde ich furchtbar. Oh, Jennies sind ganz schlimm. Okay, wir lassen das sein. Ja. Wir lassen das sein. Äh, warte. Warte, mir fällt, glaube ich, noch einer ein. Ich glaube, wir überpacen gerade Pixel, mach nicht so. Mach nicht so mit mir. Die Leute rasten aus. Die Leute, die wollen einfach hier. Pass auf, wisst ihr, was die Leute machen wollen? Na gut. Die wollen ja einfach, äh, einfach eine, eine ins Gesicht schlagen. Okay, haben wir genug, haben wir abgewatscht. So. Oh, ich weiß nicht, ob ich das Thema bringen kann, Leute. Weil ich mir, es kommt nämlich das Kotzen, wenn ich das jetzt hier. Ich will es euch nicht zeigen. Also ich, ich es euch. Also, man sieht hier unten: sieht man hier eine Schildi. Und da hinten ist so ein Typ, ja? Das ist nämlich hier, wie heißt er? Prinz Markus von Anhalt. Der hat letztes Jahr. Hat der einen Fußball auf eine Schildkröte geschossen? Das, drei, das, das, das Schwein. So. Und das war das. Sorry, war eine Schildkröte, kein Schwein. Ich habe Entschuldigung. Und der muss jetzt ein Knech, äh, Geld zahlen, also angeblich 400.000 Euro dafür. Strafbefehl. Euro. Also ist ein Strafbefehl. Mhm. Ist jetzt noch nicht durch. Mhm. Ja. Unser letzter Stand ist vom September, als die Frankfurter Staatsanwaltschaft uns mitteilte, dass die Anzeige wegen nicht bekannter Anschrift eingestellt wurde. So die Organisation. Er naja, im Ausland. Anfrage bereits im Ausland. zum Strafbefehl geäußert. Ich, ich zahle natürlich nicht, sagt er. Sagt, also sagt er, sofern die Betroffene die Summe seines Strafbefehls nicht zahlt, sofern der Betroffene die Summe seines Strafbefehls nicht zahlt, kommt eine Ersatzfreiheitsstrafe ins Spiel. In diesem Fall muss der Verurteilte seine Geldstrafe im Gefängnis absitzen. Die Haftdauer hängt dabei von der Höhe des Betrags ab. Mhm. Aber ja. wenn er nicht, also es könnte passieren, weil er ja nicht in Deutschland lebt. Ja, können sie ja, ja. ja gar nichts, weil er lebt nicht in Deutschland. Was ihm passieren kann, ist, wenn er dann irgendwann mal nach Deutschland fährt und das nicht mehr auf dem Schirm hat, dass er dann praktisch einen Haftbefehl hat, dann kann es das passieren, dass sie ihn dann einkassieren, sobald er am Flughafen eintrifft. So, weil man weiß ja, ne, also, das sollten auch äh, Leute bedenken, dass äh, Haftbefehle und alles denn an der Flugha, also, die kriegen, die kriegen das mit, ne? Die, die beiden nicht dann gleich da. So. Ja, ist scheiße sowas, Tiere zu quälen und dann Schildkröte mit dem Fußball abzuschießen. Also ja, gähmlich. ich, ich, ich meine, es jetzt hier, kann man im Internet, aber ich möchte es einfach nicht zeigen. Es ist halt widerwärtig. Das schießt da voll drauf auf das arme Ding. Die arme ja, Klein. Ja, nee, ich kann mir das auch nicht angucken. Man kommt da echter Hass. Äh, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, im September war der Stand, dass es nicht zu, äh, eingestellt wurde, weil es nicht zustellen konnte, aber mhm. die 400.000 Euro sind hier Strafbefehl. Also, bin mal gespannt, ob er. Ja, er wohnt ja nicht in Deutschland, aber. Der hm. hat sich die Peter eingesetzt. Die Peter, der Tierschutz. Oh, wisst ihr, welchen Frauennamen ich ganz schlimm finde? Petra. Peter? Oder Peter. Ach, Petra. Entschuldigung, das Das ist auch ganz schlimm. Peter, ja. Ja, ist ganz weder Name. Okay, gehen wir mal weiter hier. Wir haben nämlich heute ganz viele kleine Sachen. So, mal, so, mal, wieder mal hier so im Internet. Was ist denn im Internet so passiert, mal, um euch mal wieder abzuholen? Weil ich finde das immer ganz sehr uninteressant, deswegen es euch. ein ah, Pixel, wir hatten noch gar nicht heute unsere Dings. Unsere asozialen. Warte, warte, warte. Wo sind denn unsere asozialen Nachrichten? Warte, wir müssen erstmal die kuriosen, kuriosen Nachrichten noch machen. Du darfst mir wieder eins aussuchen. Ich kann auch weiter runter scrollen, wenn du das möchtest. Ähm, mh, mh, mh. Da wir ja so viel Toxines haben, würde ich denn das mit den Scheidungen nehmen? Hm. Warte, 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 Mann schickt. Nee, äh, wo ist denn das mit der Scheidung? Über das Mädchen da mit dem abgebrannten Haus. Genau, eins drüber. Rechts mittig. Genau. Oh. Oh, oh, tausende Scheidungen während Corona-Pandemie ungültig, weil Gerichte missgebaut haben. Oh, warte mal, guck mal rein. Es ist halt Polen. Polen einen neuen Skandal. Wie nun bekannt wurde, besteht die Gefahr, dass tausende, die sich während der Corona-Pandemie scheiden ließen, möglicherweise gar nicht geschieden worden und den gesamten Vorgang wiederholen müssen. Schwierigkeiten gibt es somit auch für diejenigen, die eine neue Ehe eingehen wollen. Was ist denn das für eine Scheiße? Also, es ist Warte mal. Es ist mir zu viel Text da, oder so, Was ist denn das für eine Scheiße? Äh, Oberste Gericht mit Sitz in Warschau hat entschieden, dass einige der damals erfolgten Scheidungsverfahren möglicherweise ungültig sind. Und Grund sei, sei eine Gesetzänderung, die manchen Gerichten nicht angepasst hätten. Verdacht auf kleinen Schwanz. Okay, Ah, nee. Äh, wie flog das Ganze auf? Laut einem Bericht des Nachrichtenporfixie, die betroffene Frau forderte die Scheidung und Unterhalt verlor den Prozess jedoch. Im nächsten Schritt wandte sie sich an den Berufsgericht, das eine Anfrage an den obersten Gericht richtete. Dort wurde entschieden, dass das Verfahren ungültig sei, weil der Richter salopp gesagt, missgebaut hatte. Ja, ich weiß immer noch nicht, um was es hier geht. Äh. Entschuldigung, es ist... Äh das ist Saka. Vor der Pandemie wurde Entscheidungen in Polen von einem Richter und zwei Schöffen entschieden. Jedoch änderte sich die Regelung während der Pandemie. Ein Richter genügte nun. Ah, okay, okay, okay. Allerdings entschied das Bezirksgericht in Srapsor, dass die Ehescheidung der betroffenen Frau durchführte, noch nach der alten. Och, Pix ist mir scheißegal. Die sind halt die sollen sich ficken. Sind noch zusammen, drei sind zwei zu vier. Die Schöffen hätten nicht dabei sein dürfen, waren sie aber. Deshalb ist die Scheidung ungültig. Doch das ist noch nicht das Ende der Probleme. Ist mir scheißegal, Pixel. Dein, dein Dings ist scheiße. Das äh, ist ja langweilig. So, Warte, die News ist richtig. Äh, weißt, klang lustiger, mich, als sie eigentlich ist. Mich interessiert es nicht mal, das weiterzulesen. Ich will gar nicht wissen, ob die. Ob die äh, aus dem Saarland jetzt äh, Bruder und es, Schwester Es, es klang lustiger, aber Das ist ja wirklich traurig. Nein, ich bin jetzt übelst traurig. Ich mhm. suche mir jetzt irgendwas Ekelhaftes aus. Du musst wieder rausziehen, also. Ne? Was? Diesen ist denn du willst ihn rausziehen? <laughs> die Eke. News musst du wieder rausziehen, wieder gerade wiegen. Nein, das kann nicht. Du hast das jetzt so versaut. Dass, nee, ich bin gerade übelst hart getroffen. Ne, ich möchte nichts Mann. ne? Du hast es versaut. Damit sollen die Leute auch jetzt leben. Es gibt keine neuen News, weil du es versaut hast. Die sollen einfach da jetzt mitnehmen. So, äh, Betrug mit Kuchenspendenaktion. Behörde ermittelt gegen Influencerin Fagrani, Ferraga, Vagina, War, Penis. Kann den Namen nicht aussprechen. Ich hab's nicht so mit Portugiesisch. Ist in Italien übrigens. Äh, mit Kuchen wollte die italienische Influencerin Chia Ferragani eigentlich äh, Spenden für ein Kinderkrankenhaus sammeln. Sie hat Kuchen vertickert. Und wollte dann mhm. das Geld an den Kinderkrankenhaus äh, ja, spenden. Ähm, und die ist wirklich sehr bekannt da in Italien. Richtig krass bekannt. Also die ist wirklich krass, krass, heftig. Voll der Bizeps. Ah, sieht man hier zwar nicht, aber hat sie. Äh, die Kartellbehörde verhängt mehr als eine Million Euro Bußgeld. Sie wurde bereits kurz vor Weihnachten von der italienischen Kartellbehörde zu mehr als einer Million Euro Bußgeld verurteilt. Außerdem wurden auch die beteiligten Kuchenhersteller. Den kenne ich nicht, bei Loco, Loco zu einer Strafzahlung äh, in Höhe von mehreren hunderttausend Euro verurteilt. Äh, es habe, er habe bereits Monate vor der Aktion, vor der Aktion Geld an das Krankenhaus Rivincina Margarita überwiesen, auf der sich die Kinderstation befindet. Ja, auf jeden Fall hat sie gesagt, sie hat mit diesem Kuchen kein Geld verdient, deswegen hat sie nichts gespendet und spendet jetzt von sich aus, von ihrem eigenen Geld. Aber die ist ja halt hm. sehr bekannt und hat wirklich hat, hat auch gut Geld eingenommen. Also es ist eine Fakerin. Das riecht sehr ja. nach Kuchen. Und da kam nach jetzt die die, Kuchen. Sie entschuldigt sich zwar, all, allerdings sieht das Ganze eher als missverständliche Kommunikation, kommerzielle und karative Tätigkeit habe sie wohl nicht ein, eindeutig genug getrennt. Aha. Das nennt man Toxic, ne? Stay toxic. Stay toxic. Stay toxic. Ja, auf jeden Fall kannst so tun. Kann jemand von euch Italienisch? Wir hören mal rein. Ciao a tutti. Uh, sono sempre stata convinta, che chi è più fortunato. Oh, ich kann ja, schon die ist denn, die ist alt, die ist deswegen sei ekelhaft. Alte Menschen sind ekelhaft. Ja, bessere Menschen-Podcast. Alte Menschen sind ekelhaft. <laughs> Wir sind ja Alte Influencerinnen sind ekelhaft, ja. ja. Sind wir jetzt bessere Menschen, weil wir alles ungefittert raushauen und versuchen, die, die Leute trotzdem zu verstehen, indem wir sie richtig beleidigen und uns danach entschuldigen? Ist das ein besserer Menschen-Podcast, so wie man es heutzutage Ja, hat? ja, denn Stay Toxic, Stay Toxic ah. ist, ja, wir müssen ja, genau Der bessere Menschen-Podcast Hashtag Stay Toxic Oh, ist das gut <laughs> ne? Ich habe jetzt Bock, so einen Podcast zu machen Wollen wir, wollen wir mal anfangen, einen Podcast im Internet aufzunehmen? Wir dribbeln das Game besser als Messi jemals dribbeln konnte in einem Game. Hm? Nicht gut. Ich überlege ja. gerade, was ich drücke. Fixe. Oh, ja. Frag man sich nachher tue ich immer, woran die Lähne hat. Ich sag immer, woran die Lehne hat, weiß ich immer. Woran hat die äh, Na gut, ich sag mal so. Woran hat die Lehne? Fix, hat hat's gelegen. Ja, Warner hat's gelegen. Stay toxic. Stay toxic. <laughs> Einfach sagen, stay toxic. Hashtag Stay toxic. Äh, ja, gut. Wir haben halt echt schon viel geschafft, ey. Wir sind jetzt bei. 53 Ethos, wie man in Italien sagt. Ich kann nämlich perfekt Portugiesisch. Und wir können sogar hier weitergehen. Nee, komm hier, nee. Neun Monate, nee, das zieht mich runter, weil irgendwelche TikToker sich hier, hier irgendwas leisten können, was ich mir nie leisten kann. Hier, Pixel, ich habe mir dir hier, hier das Dings rausgesucht, hier diesen Typen, den du mir geschickt hast. Und war gut? Weiß ich nicht. Ich fand ihn sehr anstrengend. Sexuell nicht kompatibel oder Bindungsangst. Was ist das für ein Typ? Er ist äh, Diplompsychologe, aber so, ich weiß nicht, so wie er redet über diese Dinge, sehr unpsychologisch. Oh, hier, pass mal auf hier, hier Buch: Vom Opfer zum Gestalter, raus aus toxischen Beziehungen. Krass, ey. Schon wieder Themenüberschneidung: Die neue Dimension der Liebe. Ich finde es halt traurig, ähm, dass so Psychologen, äh, Date-Doktoren, Coaches, dass sie irgendwie alle so Single sind und niemanden der haben. Witz, aber mal Tipps. Der geben. Witz, ist das so? Warte, der, der Witz ist, er hat oh, in, in einem anderen Video mal erzählt, dass er selber ähm, ein Date-Coach, also ein Date-Coaching Coach -Coaching, äh, gemacht hat. Hat er eine Frau? Ich mich, ist er verheiratet? Ich, ich weiß nicht, ob er verheiratet ist, keine Ahnung. Vielleicht nicht. Also, ja, ne, Leute, die Psychologie studieren, sagt man ja nicht ohne Grund, dass sie selber. Selber was an der Waffel haben, jetzt mal böse gesprochen, stay toxic. <laughs> Denn oh. sie wollen ihre Krankheit selber besser verstehen. Die machen oh. nur ein Psychologiestudium, um sich selbst zu diagnostizieren und analysieren zu können, vernünftig. Ah, oh, das wird jetzt einiges bei mir erklären. Und deswegen, äh, nicht deswegen, ich finde es ein bisschen fahrlässig, als, sage ich mal, geistig verwirrter Mensch, weil man es besser verstehen will, ein Studium zu machen und dann andere Leute zu therapieren. Du als kranker Mensch therapierst andere Kranke? Leben wir nicht in einer kranken Welt? ich hab was Neues gefunden. Verschiedene Penisarten. Ja, Hashtag Talk. Aufklärung. Hannah Secret. <laughs> oh, das sind das für die nächste Woche vor, oder? Body Positivity. Stay toxic. Oh, ist zu, der bessere so Menschen-Podcast. So cool. Ihr kleinen Arschficker. Was? Wie bitte? Moment. Nee, wir dürfen die Leute nicht so beleidigen. Das, das, wir sind. Oh, ich will das jetzt wirklich machen. Ich will jetzt diesen Podcast gründen, Pixel. Wollen wir einfach komplett neu anfangen, ohne dass uns jemand kennt? Dann schauen wir uns wenigstens nur noch Null Zuschauer <laughs> wir, wir sagen aber auch einfach nichts. Wir machen einfach bessere Menschen-Podcast. Dann erzählen wir so Sachen hier, so imaginäre: ja, hey, ich habe Geld gespendet, also ich wollte es, habe meine Mastercard, bin da so, so im Obdachlosen hin, aber der hatte da, da konnte es nicht, ja, da hat halt nicht so ein Gerät. Da bin ich wieder gegangen. Besserer Menschen-Podcast. Ich habe es versucht. Ja. Auch gemacht. Ich, dir, ich hab pass auf, ich hab ich hab ich hab die letzte Woche war ich äh, in der Stadt unterwegs und da hat mir so eine Frau übel leid, weil sie ja so Pfandflaschen. Hast du ja gesehen, dass sie nicht so viel Geld hat und so Pfandflaschen ge, gesammelt. Und ich hab mir gedacht, hey, gib's da mal fünf Euro oder so? Ich hab aber kein Geld bei mir, nie. Ich habe nur eine EC-Karte. Also bin ich zum ah. Automat. Ja, ja, war alles noch um die Ecke und hab ein bisschen Geld abgehoben und dann war sie weg. Toll. Jetzt habe ich Geld, jetzt habe ich Scheingeld. Was machen wir jetzt damit? Ja, was Gutes kaufen. Toll. Nein, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Jedes Mal, wenn ich dann hier diesen 5-Euro-Schein sehe, denke ich, das gehört nicht mir, weil ich es der Frau geben wollte. <laughs> soll ich da jetzt auflauern auf dem Parkplatz? Mich <laughs> hinstellen einfach mal so? Soll ich, soll ich jetzt ja. 20 Euro einfach für in die Umwelt reinheizen, damit ich ihr vielleicht, vielleicht mal 5 Euro geben kann? Vielleicht ist es da ihr, ihr Stammpfandautomat und du wirst sie irgendwann mal treffen und kannst dann ihr dann diese 5 Euro dann geben. Nee, das tut ne? mir leid, Mann. Oder, oder du äh, guckst dann, dass du irgendwo eine Tüte und Pfandflaschen im Wert von 5 Euro zusammenbekommst. Nein, das ist also, Nein, das ist. Nee, das finde ich schon wieder gemein. Ja, mhm. nee. nee, es gibt Menschen, die, die, die. Denen ist es peinlich, Geld anzunehmen. Die würden dann lieber ja, so eine Pfandflasche äh, nehmen. So, so weit denkst, denken wir da erstmal gar nicht, weil die Situation ja gar nicht eingetreten ist. So das weit stimmt. muss man doch gar nicht. Die fantasieren. Nein, du fantasierst, nicht ich. Pass ich, auf. Ich fantasiere immer. Pass auf, auf jeden Fall habe ich schon so die Gedanken gehabt im Kopf, dass ich, weil wenn ich diesen 5-Euro-Schein sehe, dass ich den einfach verbrenne, dass es weg ist, die Gedanken. Also einfach anzünden, weg ist er. Dann denke ich mir einfach, wie geisteskrank bist denn du? Dann gib das scheiß Geld einfach aus, aber kann ich nicht. Ich bin, in einer, ich bin in einer psychologischen Zwickmühle gerade. Dann wieder einzahlen, das Geld. Auf dem Konto. Oh, da muss ich ja wieder mit Leuten reden und ich hasse Menschen. Aber, in, in, aber ich will ja wieder Leute unterstützen, ärmere Leute. Ich will bin, ich bin nicht zu so einem so Sparkassen-, Freifeisen-, Nazi-, was weiß ich-Lappen. Will nicht mit dem reden. Der zieht mich ab. Am Ende habe ich da so ein Jamba-Super-Sparkassen-Abo oder so. Du machst ja viel Geld, zu viele Gedanken. Und hab Hartgeld in meinen Arsch. Und ich bin keine hardgate Nutter, ich bin eine weichgate Nutter Oder Plastik. -Nute. Aber wie, wie wir doch gehört haben, hilfst du Menschen mit den besseren Menschen-Podcasts. Ja, deswegen, sind bessere Menschen, deswegen bessere Menschen-Podcasts. Das singen wir dann auch so ein. Der bessere Menschen-Podcast. <laughs> 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 Können wir das dann hier so synchron machen? Oder wie heißt das? Sopran? Nee, wie heißt das? Octocon? Nee. So Duett. heller? Duet. Du so, so, du möchtest bessere Menschen. Podcast. Nee, der Podcast. Hört das Wir dürfen die Stimmen nicht so hoch machen. <laughs> ja. pitchen. Podcast. Podcast. Uh, das ist um. aber schon sehr provozierend, oder? Der Name. <laughs> der ist sehr, das ist sehr arrogant. Ja. Abgehoben. Uh. Ja, das sind aber die Sachen, die mich halt beschäftigen. Es tut mir ja leid. Kommen immer mal so Gedanken rein. Guck mal, für so einen Scheiß interessiere ich mich. Was heißt Scheiß? Ja. Mittlerweile bin ich auch echt an den Gedanken, ob ich vielleicht irgendwann mal doch was mit, äh, für Tiere und so mache. Oder für Menschen. So gesellschaftsmäßiges, für Leute, die es verdient haben. Jetzt sind ich auf YouTube oder so. Irgendwie, weiß nicht. So was, was, was so eine Sinnhaftigkeit, weißt du? Mhm. nicht irgend so solche Sachen die, die jeder macht hier irgendwelche scheiß Berufe wo du dann sowieso nicht weißt was machst du den Dreck überhaupt wie viele Berufe sind sinnlos klar ist, es ist sinn sein Geld zu verdienen aber irgendwas zu, zu weißt du zu helfen ich weiß nicht alte Menschen im Altenheim vorlesen nee das ist mir wieder zu widerwärtig das kann ich nicht für alte aber Menschen könnte, einkaufen gehen. Da also könnte man wenigstens die Enkelin oder so klar machen. Du hast recht, Pix, das ist eine gute Idee. Siehst du, das ist, das ist der bessere Menschen-Podcast. Das, das sind Ideen, die total moralisch verwerflich sind, aber doch wieder Sinn ergeben. Dann kommst du einmal zu, zu einer älteren Dame, oh, die nein, Hannelora nein, nein, ist oder nein, Helga. Nein, pass auf, pass auf, alte Menschen sind das Allerletzte. Oh, nicht, nein, nein, ist nicht aufs Alter bezogen. Die sind, die, die sind richtig zerfressen vor Wut. Vor allem, wenn du in solchen Altenheims und so gehst, die sind richtig, also das ist Toxigkeit, die sind, boah, Widerwert. Nicht alles. Gibt auch Liebe. Aber du kannst nicht in so ein Altenheim oder so gehen und du kriegst auf jeden Fall Geisteskranke. Bösartige Menschen. Den möchte ich ja, nicht. Die die kriegst du nur, wenn die, äh, die Pfleger mit, gemein sind. Die möchte ich und mit dich Kissen. Denn, ich möchte dir mit, mit dich, Kissen helfen. Warte, die die krieg, Kissen krieg, 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 aufschütteln. Die oh, kriegst du nur um im Alten, Altenheim, wenn die äh, Pfleger gemein zu dir sind und dich in der Demenzabteilung einschließen. So. Ja, Mann, Mann. ja lies, lies mal Peter da was vor hier. Äh. Da musst du runter, im Keller, äh, linke Tür. Da, da bist du genau richtig. Und, und, und dann bist du in der Demenzabteilung. Und dann liest du dem was vor. Und äh, ja, dann geht's los. nein, ich bin jetzt mittlerweile bin ich echt traurig. Weiß nicht. Ich weiß nicht mal weiter mit dir, ah. Pixel. Ja, ich weiß auch nicht weiter mit mir. Ich, ich muss gestehen, ich habe Diversität für mich neu entdeckt. Oder generell erst entdeckt. Aber irgendwie belastet Sch mich das. Was? Ich kann jetzt, jetzt. Nein, ich kann jetzt nur noch Aufläufe mit drei Nudelsorten essen. Drei! Weißt es du so nicht mehr Spaghetti-Auflauf oder Fossili? Nein, es müssen mindestens drei Nudelsorten sein. Verschiedene. Du bist übelst diggerdent geworden. <laughs> ja, ne? Voll schlimm. Weil seitdem der Bessere Menschen-Podcast so gut läuft, Alter, hast du dich voll verändert, Pixel. Ich fühle schon, dass ich woke werde. Boah. Mach was. Ja. Warte, ich mach was. Also mich haben Freunde erwischt. mich hat mein Freund erwischt. Auf der Schwester. ja, die haben mich gehört. So, alles klar. Hab was gemacht. Ich habe jetzt nämlich keine Ahnung mehr, um was es ging. Es war hat funktioniert. Ja. Ich, ich bin hässlich. <laughs> ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Steht da rechts an der Seite. Was? Alles gut. Oh, stimmt, das steht da. <laughs> Über Selbstbewusstsein, Josi. Oh nein. Ah, das ist so ein Thema. Ah. Ich weiß nicht, für die jetzt nicht heißt Ich Komm, wir gucken mal rein. Ich will ich den alten Mann, der ist komisch. Ey, wieso fühle ich mich so angegriffen von, aber nicht alle Männer? Ich habe wirklich so einen scheiß. so eine scheiß Confident. Wie, aber nicht alle Männer. Also, confident. So, nicht confident. alle. Aber guck mal. Also, mich findet vielleicht ein Mensch hübsch, aber ein anderer Mensch findet mich hässlich, ganz einfach. Manche Leute sagen, ey, Josie, dein Seitenprofil ist voll schön, andere sagen, yo, what the fuck. Also genau so ist das mit allen anderen Sachen am Körper. Da brauchst du dich gar nicht verunsichern lassen, weil jeder Mensch sieht anders aus, das ist gut so und Geschmäcker sind. Also und dann hätte ich dann gesagt auf Twitch, aber da du jetzt hier reinschreibst, musst du ein ganz schön krankes Persönlichkeitsmiststück sein. Jetzt verpiss dich aus meinem Chat mit In dieser Scheiße möchte ich nichts zu tun haben besserer Menschen Podcast, Stay Toxic. War das jetzt gut, Pixel? Sehr gut. Ja. Auch schön auf den Chat eingegangen. Ne? Ja, da muss ja ich auch. Dieb reingegangen, dann auch mit der Beleidigung rausgegangen und noch Werbung für den Besseren Menschen Podcast gemacht mit dem Hashtag Stay Toxic. Wenn das kein Marketing-Move ist, ey, Flying Uwe, ruf an, ruf mich an. Ich mache dir die Werbung. Da wirst du auf jeden Fall aus dem Land geklagt. <lacht> <lacht> Ja, aber wenigstens äh, ist toxic Form, ne? Ja, ja. Und nicht, äh, Meine konfidenz Meine ist, ist in Gefahr. Was, Konfitüre? Was, was ist in Gefahr? Äh, vielleicht hat sie ihre Erdbewochen, deswegen ist ihre Konfitüre ja. in Gefahr. Also ich, ja, <laughs> ja, wenn du Leute hast, die sowas schreiben, das ist auch immer so eine ah. Sache. Also ich will jetzt nicht disrespektierlich und so sein, das ist immer nur alles überzogene da Spaß. Bass, wisst du, was noch hart ist? Äh, erstmal egal. Auf jeden Fall kann ich mich da schon reinversetzen, dass ich jetzt hier keine Ahnung mehr habe, was ich erzähle. Die Frage leid, ist, Leute. ob, ob ja. Josie wirklich weiß, was hart ist. Ja. Du kannst mal Penis sehen, guck mal. Es gibt doch genug Weichflöten. Weißt ah, es so? gibt viele Weichflöten. Nein, See. ihr könnt gerne auf Twitch kommen und irgendeine Frage stellen. Ich werde euch nicht beleidigen. Ich bin lieb. Ich bin sehr lieb zu Leuten. Aber sie findet sich ja selbst ja dann nicht hässlich. Ist es denn nicht Clickbait? Es geht ja nicht um sie. Untersche es geht ja nur, ich bin hässlich. Ich da ist ein bisschen Clickbaitisch. Aber hat ja jemand aus dem Chat gefragt oder reingeschrieben gehabt. Du musst dir ja so vorstellen: die meisten haben ja keine sozialen Kontakte. Die lassen Twitch einfach so ja. nebenbei laufen, um irgendeine Stimme zu hören. Oder per mhm. Podcast oder so. Oder finden den Menschheit sympathisch, der da sitzt und unerniert. Auf My Dirty Little Flexi könnt ihr das eh in Woche sehen. Oder X Flexis. Nee, was, was. Wie ist die andere Seite? PickX. X. Äh, ist ja egal. Auf jeden Fall gibt es da geilen FSK äh, 18 Content. Äh, nur für junge Mütter ab 18. Äh, alles, was drüber ist, möchte ich nicht sehen. Also soll mich nicht sehen. So. Okay, dann haben wir das. Mhm. <laughs> ab zum alten Mann. Was, was für ein alter Mann? Um was geht's hier? Der alte Mann. Was für ein der alter Der alte Mann. Nachbar. Was für ein Nachbar? Nicht der alte Mann. Aber was passiert, wenn du denn weiter reinskippst in das Video? Ähm, meinst meinst du, da fragen dann aus? mehr über Hässlichkeit oder? Oder zeigst du ihre hässlichen Stellen? Oh, die hat eine Nase und einen Mund, ekelhaft. Und zwei Augen. Warte mal, wir gucken mal. Male, Pickelmale. Hier ist mein Arschkin auch nochmal schön präsentiert. Oh, ich sehe ganz cute Arschkind. aus gerade. Moin! Oder hier, das hier. So. Oh ja, toll. Aber juckt doch nicht. Es juckt doch einfach nicht. Versucht euch häufiger zu sagen, dass ihr, dass ihr geil seid. Ich bin geil. Sagt euch das mal häufiger. Wirklich? Ich mache noch einen Link auf und dann sehe ich richtig geile Tiere, die miteinander Paarung vollziehen. Ich bin nur einmal am Tag geil, das reicht. Echt? Echt? Ja. Boah. Alter, ich ja, ich, ich muss aufpassen mit meinem Leben. Ich, glaub, ich, ich bin Vogue. Normalerweise Abstinenz angesagt. Ich, muss, ich, muss, ich sag jetzt mal, ich muss noch Zink, Magnesium und so zusätzlich nehmen, weil ich einfach leer bin. Ich bin einfach ich, leer. Muss man, muss man so sagen. Ich muss also, so, wenn, wenn dich mal jemand anspricht, so, na, geht's dir gut? Ich bin leer. Ich bin, ich bin einfach leer. leer. Oh, echt? Oh, das tut mir ja leid für dich. Was ist denn los? Ich muss Was mehr Zinken. Denn? Ich bin einfach leer. Da braucht man auch einen Zinken und Magnesium, falls ihr unten rum leer seid. Ist der Hoden leer? Zinken und Magnesium. Geht nichts, so, mehr. nichts mehr. Ja, ja, geht nichts mehr. Ja, stimmt. Da gibt es dann nur noch heiße Luft. Ja. Nee. Aber hier Libido und so, wenn du Sport machst, boah, das ist über, überkrank. Da könnte man ja vielleicht mal drauf eingehen irgendwann mal. Obwohl, warte mal, habe ich da nicht irgendwas auch im Video? Ich weiß es nicht. Ob ich schon... Na, das könnte man nächste Woche mal drauf eingehen. Ich habe sogar gleich äh, was hier mit äh, Endorphin und Glückshormonen und Ausschüttung, was auch beim Sport dann so, so zustande kommt. Können wir ja auch mal reingehen. Ich halte ja, mich hier mit dem Doktor, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn wir da jetzt äh, wir sind schon bei was? einer Stunde acht. Das ist so, vielleicht noch drei, vier Minuten da. Das reicht dann auch. Ach, komm, wir hören uns die Dame jetzt nochmal an. Ja, wie, wie heißt das hier, äh, hier, hier, wenn du Doppelkinn? Meine Güte, jeder hat ein Doppelkinn. Oder äh, fast jeder, außer die ganzen krassen Fitnesstypen, die sowieso. Äh, ich äh, ich habe kein Doppelkinn. Ach, halt doch deinem Auto-Fitness-Typ, der irgendwelche Wachstumshormone nimmt. Sei doch ruhig mit deinem Heroin. Sei doch ruhig. Oder wenn du da sitzt, ist ja dein Bauch immer dicker. Und wenn du stehst, ist er ja flach. Mhm. Das ist ja auch immer so eine Sache. Auch wenn du ein Sixpack hast und sitzt, sieht das aus, als hättest du eine Wampe. Deswegen macht euch nicht verrückt. No. Wenn ihr keinen Sixpack habt, dann macht euch auch nicht verrückt. Weil ihr schaut diesen Podcast, hört diesen besseren Menschen-Podcast. Also seid ihr Grund auf gute Menschen. Scheiße aufs Aussehen. Sympathie, Charakter entscheidet und nicht nur das Aussehen. Klar, das Auge rieselt mit natürlich irgendwie schon. Aber was bringt ja ähm, Bugatti, was weiß ich, ich habe keine Ahnung von Autos. Äh, ich schau nicht so Harry Potter. Und was bringt dir das? Genau, weil es geht darum. Menschen zu finden, die, den man charakterlich cool findet. Und den man und unterdrücken kann. Attraktiv. Toxic. Ach ja, oh, entschuldigung, ja, ja, das, was Pixel sagt. Entschuldigung, attraktiv. Und was hast du gesagt? Besserer Mensch, Attraktivität. Nein, nein, einen coolen Charakter hat, also für sich, ne? Also für sich einen coolen Charakter hat, den attraktiv findet. Und attraktiv bedeutet nicht immer schön. Also jetzt schön, ja. schön, ne? Also, ja. sondern einfach so, ja. Ich würde die nicht jetzt äh, aus unserer Sicht als Männer äh, nicht von der Bettkante stoßen. Attraktiv, ja? Denn reicht es doch. Es muss doch nicht immer ein Topmodel sein aus dem, aus dem Playboy oder aus dem, irgendeinem Otto-Katalog. Quelle-Katalog. Oder einen anderen ich Katalog. <laughs> ja. Ist du, ich mein? In der Unterwäschen-Seite oder so. So, so wir ja. sind ja der bessere Menschen-Podcast. Hast du denn eine Serie, <laughs> die du empfehlen kannst? Das ist in unserer neue Rubrik. Ich habe eine Serie, die ich empfehlen kann. Hätte ich eine. Kommt drauf an, Genre-typisch, äh, spezifisch irgendwas oder ähm, freie Nachschnauze? Gore und Splatter. Eine Serie <lacht> <lacht> mit, mit Gore. Gore. Und, nein, egal, du wolltest nur so einen Spaß. Liebe, so, ähm, Liebesfilme, ro Romantik, weil du schaust ja sowas. Jetzt Filme oder Serie? Ist mir scheißegal. Nein, sag jetzt mal, mal irgendeinen Trip. Also wenn man Musik mag, bisschen Drama äh, angehaucht ist, dann kann ich Empire empfehlen. Ist schon das relativ geht. alt, die Serie. Woran okay. es geht? Es geht um ein Musikimperium. Ist, äh, ein Typ, der das praktisch so aufgezogen hat, hat ein eigenes Musiklabel gegründet und, und, und. Und du erfährst oh, ein bisschen so, wie er. Er war vorher ein Drogendealer. Oh. Ne? Hat, hat pass auf. Ist er noch hatte, Lateinamerikaner und schwul? Das ist nein, er ist, das kein Latein, er ist kein Lateinamerikaner. Aber warten Sie. Er, er war Drogendealer, hat Drogen verkauft und seine Frau hat ihm dabei geholfen. Und ja. seine Frau hat ihn ich sag mal, produziert, hat ihm so Einflüsse gegeben, dass er seine Musik verbessern konnte. Und dann hat er seine Frau verkauft, seine Frau geht zehn Jahre in den Knast, dann kommt die raus äh, mit guter Führung nach ein paar Jahren. So, die haben drei Kinder gehabt und alle sind erwachsen, aber sie kennen ihre Mutter nicht, die Kinder. Und Ach, dann geht es los. So Komm jetzt auf den Punkt, sag jetzt, ob jemand stirbt oder nicht. Ich raste aus, ich will das gar nicht schauen. Das weiß ich nicht, dann muss man sich das wieder will will es. Ich, nein, ich möchte es, ich werde es mir nie angucken. Auf deine Empfehlung nicht. Du hast mich jetzt wütend gemacht. Ich empfehle euch eine schrecklich nette Familie mit Elbandi. Das ist ja Old school. Ja, ist cool. Das, ja. das ist auch schon sehr. Ich, ich habe hab letztens mal angefangen, mal ein paar Folgen zu schauen. Also, Und? Ist schon hart. Sexistisch. Sch aber, schlecht gealtert. Äh, lustig gealtert, weil man es heutzutage nicht mehr so machen kann. Aber die, die, wenn man immer liest, ja, schrecklich nette Familie, Sexismus, Frauen, ja, aber Männer bekommen genauso was ab. Also es ist in ja. beide Richtungen schon. Es ist halt sehr überspitzt ja. beide Sachen. Also Frauen Frauen sie sind da krass überspitzt und und, und die Männer. Ja. Ne? Völlig überzogen. Ja, guck mal hier, aber, ja. Was ähm, ist halt so einfach nur, hey, das, das zeigt aber noch die Welt ist einfach so gefühlt in Ordnung. Hey, du kannst Witze drüber machen. Klar gibt's natürlich diese Asi Männer, die da wirklich denken, Frau, Herd und Kühlschrank und bla und Küche und das, 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 also das meine ich ja jetzt nicht. Also ein bisschen Humor. Ah, sollte schon gut sein. Ja. Das Schöne an der Serie ist, dass äh, das ist beide Serie. Protagonisten, Peggy und Al, sich ja gegenseitig ja auch äh, gut mobben. Also ja, die mobben sich die mobben ja gegenseitig so. so äh, Machen wir was zu essen. Und dann, eigentlich macht ja Peggy permanent, was jeden Mann zerstören würde. <laughs> Sozusagen, ja. er, er, er kriegt kein hoch. Er hat keinen Bock auf Sex, ist ein Schlappschwanz. Stay toxic. Also, ja, das ist bei auch. <laughs> wenn man das mal so sieht, er wird eigentlich auch deswegen nur rumge runtergemacht. Weil es einfach nicht mehr bringt im Bett, weil es nicht bringen möchte. Ach Leute, wir sind jetzt ja. bei einer Stunde 13 knapp. Äh, wir müssen jetzt aufhören, weil sonst hört ihr nicht mehr zu. Deswegen, stay toxic. Wir sind der bessere Menschen Podcast. Tschüss. <laughs> Oh, 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 oh,